Herzlich willkommen zu einer Wer weiß denn sowas Doppelfolge am Freitag. Heute mit Bernhard Hoeker und Sven Plöger. Und sie spielen gegen Elton und Gunther Tisch, das Wetterduell. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Die Woche neigt sich dem Ende entgegen, aber wir haben hier noch mal einiges vorbereitet. Eine, wer weiß denn sowas, Doppelfolge. Jetzt von 18 Uhr bis ca. 19.45 Uhr mit wunderbaren Gästen und einem interessanten Fakt gleich zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass Babys ca. 100 Knochen mehr haben als erwachsene Menschen? Ja. Wir haben noch mehr interessante Fakten für Sie vorbereitet, meine Damen und Herren, verpackt in wunderbare, interessante, spannende Fragen. Und wir spielen heute mit zwei tollen Teams. Die haben alles mitgebracht, alles an guten Voraussetzungen mitgebracht, was man für diese Sendung braucht, um hier zu bestehen. Herzlich willkommen, Bernhard Hoeker und Sven Plöger. Und auf der anderen Seite Elton und der ZDF-Wetterexperte Gunther Tisch. Also es ist quasi so, das ARD-ZDF-Wetterexperten-Duell heute hier. Und wir schauen natürlich gleich mal zum Anfang, wie viele Menschen haben sich ganz bewusst und mit klarem Verstand für welches Team entschieden. Hinterm Team Bernhard. Bernhard und Sven Plöger haben heute Platz genommen. 65 Menschen. Sehr gut. Und hinterm Team Elton, Elton und Gunther Tisch sind es 59. Also knapp weniger. Und wir werden sehen, wie es läuft. Wir starten jetzt mit unserer ersten Sendung der heutigen Doppelfolge. 12 Fragen, alle wie immer platziert auf unserer Wand. Hier sind die 12 Kategorien der heutigen Sendung. Total genial, das Wetter, brisant, im Labor, das Fragezeichen, Essen und Trinken, tierisch, Zahlen bitte, Vögel, Berufe, andere Länder, andere Sitten und clever. Ich drücke beiden Teams die Daumen, wünsche Ihnen viel Spaß und beginne mit der Auswahl der ersten Kategorie. Darf das Team Hoeker? Ja, was denn? Wäre das nicht fair gewesen, wenn wenigstens zweimal die Kategorie das Wetter da gestanden Es gibt ja hätte? Noch ein Fragezeichen. Ah, ja. Und du weißt ja noch gar nicht, wie wir anfangen werden, gell? Genau. Bernhard. Das Wetter. Okay. Wie immer auch heute für jede richtige Antwort 500 Euro. Beide Teams haben einen Publikumsjoker. Hier ist die Wetterfrage. Das kann peinlich werden. Das weiß ich, das kann sehr peinlich werden. Trifft eine Sturmböe seitlich auf ein Satteldach, fliegen die Ziegel A, der Wind zugewandten Seite davon, B, ausschließlich auf dem Dachfirst davon oder der Wind abgewandten Seite davon? Das ist ja nur einfach. Auf der windzugewandten Seite? Davon. Davon. Also windzugewandt wäre jetzt was quasi also diese Seite. Mal vorstellen, wenn das die zugewandt, was macht die Bö? Die kommt dagegen. Richtig. Also, mach du mal Dach, ich mach mal Bö. Ja, ich Dach. Du nee, mach Bö. Du mal Dach. Achso, ich mach Dach, Dach ja. Genau. So, ich, so, also ich bin jetzt sehr Bö. Gut, aber nicht ich zu viel. Ich komme jetzt hier an. Ja. So, das ist die windzugewandte Seite. Genau. Also was ich nicht glaube, ist, dass diese Dachziegel davonfliegen. Ich glaube auch nicht, dass die nur davon fliegen. Ich glaube, das geht da drüber und erzeugt hier einen Unterdruck. Und das lässt die Dachziegel herausfliegen. Auf der windabgewandten Seite davon. Seite. Auf der windzugewandten Seite gibt es sogar ein richtiges Luftpolster. Das schützt, wenn du zum Beispiel an einem Haus stehst und du stehst an der Wand und es weht dich an, dann spürst du fast nichts, weil du durch das Luftpolster geschützt bist. Also A würde ich ausschließen, gell Kai? Wenn du das möchtest. Okay, jetzt kommt natürlich die Frage. Ausschließlich auf dem Dachfest. Es ist nur oben diese runden Dinger. Ich habe nämlich am Anfang an die Eckmann-Spirale nach Wagen Walfried Eckmann gedacht. Stimmt, genau. Gell? Aber. Okay. Ja, ja. Wir wissen Bescheid, aber erklär's mal dem Elton. Das macht der Gunther. Muss man als Wetterexperte eigentlich zwingend studiert haben oder ist das auch so eine Funktion, die mehr so Illusion wie der Rest des Fernsehens ist?
Das ist mehr Illusion wie der Rest des Fernsehens. Aber man hat in der Regel schon studiert. Es ist schon kein Nachteil, wenn man postfrontale Subsidenz erklären kann und wenn man eben solche Eckmann-Spiralen weiß. Aber nachher muss man es runterbrechen und einfach sagen, Regenschirm ja oder nö. Ne? Nee, also ist noch einfacher. Du musst nur sagen A, B oder C. Diese ganze Ach so. Sollen wir C? Sagen wir C? Ja, wir sind für C. Ihr nehmt C. C. Ja, ja, das ist ja richtig. Ja. Dann hätte man dafür Wenn das Lösung jetzt gefunden. Nicht stimmt, dann kann es echt peinlich werden. Dann gehe ich rüber zu Gunther. Welche Dachziegel davonfliegen, hängt davon ab, von welcher Seite der Sturm auf das Satteldach prallt. Auf der windzugewandten Seite sorgt der sogenannte Anpressdruck dafür, dass die Ziegel nicht mitgerissen werden. Die Windkräfte brechen dann am First. Je flacher der Winkel des Daches ist, desto höher ist die dabei entstehende Sogwirkung des Windes. Folglich reißt der Sturm die Ziegel auf der windabgewandten Seite mit sich. Sehr gut. Die ersten 500 Euro sind auf eurem Konto. Die Eckmann-Spirale hat damit gar nichts zu tun. Also das ist, die Eckmann-Spirale macht die Ablenkung. Ja, wir nehmen Essen und Trinken. Genau, siehst du? Ist für jeden was dabei. Ne? Kontrastprogramm. Ja? Und guck mal hier, Elton, das sollte doch was für dich sein. Na. Es geht ums Grillen. So. Hm? Wird beim Grillen die Glut mit Bier abgelöscht? A. So hat dies keinerlei Effekt auf das Grillgut. B. Erhält das Fleisch durch die Dämpfe einen malzigen Geschmack. Oder C. Bleibt der Fleischsaft besser im Steak? Also A, finde ich, können wir mal ausschließen. Irgendeinen Effekt wird es haben, ne? Oder? Nein. Nee, hat keinen Effekt? Es hat keinen Effekt. Es hat keinen Effekt, meinst du? Also, sagen wir, sage ich jetzt einfach ja. mal so. Ja, aber wir gehen weiter durch. Gehen Sie durch, glauben, ja. was ist mit B? Erhält das Fleisch durch Dämpfe einen malzigen Geschmack. Also das ist... wäre möglich, klar. Ja? Bleibt das Fleischsaft besser im Steak? Das glaube ich jetzt nicht. Nee? Nee. Also Sie wären für B? Ich würde vielleicht für B sein. Ja. Du bist ja so ein Ganzjahresgriller-Elten, ne? Oder? Ja, tatsächlich. Ja. Also egal, ob Winter, egal wie das aber Wetter ist, ist mir scheißegal, was ihr da sagt. Ich grill trotzdem. Ja, dann ist es ja, dann haben wir hier die große Erfahrung. Nee, ich meine, es hat überhaupt keinen Effekt. Also bleibt der Fleischsaft besser im Steak, halte ich wirklich für total. Ja, natürlich muss man aufpassen, dass das nicht zu trocken wird, das Steak. Das hat aber nicht mit dem Bier zu tun. Mit der Hitze. Und die kann natürlich sein, dass dadurch, dass die Hitze geringer wird... Ja. Dass dann das Steak saftiger wird? Saftiger bleibt, weil das nicht. So, erhält das Fleisch durch die Dämpfe einen malzigen Geschmack? Das habe ich noch nie festgestellt. Nee, normalerweise legt man das Ding ein oder das Bier, das wird ja nur einmal kurz rüber, das gibt nur inzwischen. Ich glaube nicht, dass da der Dampf. Okay. Ich meine, das hat überhaupt gar keinen Effekt. Das ist wirklich nur dazu da, um das ein bisschen abzukühlen. Bier hat halt jeder in der Hand, deswegen nimmt man meist Bier. Würde aber mit... Man könnte auch Sekt nehmen, ja. Okay. Man könnte auch Sekt nehmen, dann bekommt der Steak einen anderen Geschmack. Ich schwanke noch, ich schließe C noch nicht ganz aus, weil wie gesagt, dadurch wird die Temperatur gesenkt. Ich möchte aber trotzdem kein Publikum fragen, sondern sage A. A. Ja, wenn es denn gar keinen Effekt hat, dann wäre A richtig. Vielleicht hat es aber nicht nur gar keinen Effekt, sondern sogar auch noch einen negativen Effekt, wenn man da mit dem Bier drüber spritzt über die Grillkohle. Grillen und Bier. Diese Kombination gehört für viele zu einem gelungenen Sommerabend dazu. Auf dem Grill selber hat das Bier aber nichts zu suchen. Denn die Angewohnheit, Bier in die Glut oder auf das Grillgut zu schütten, ist völlig sinnlos. Das Bier verdampft sofort und wirbelt nur unnötig Asche auf. Wer seinem Grillgut dennoch eine Biernote verpassen möchte, sollte sein Fleisch besser einen Tag vorher damit marinieren. Ja, in der Tat. Richtig, auch für euch die ersten 500 Euro. Und ist in der Tat so, durch das Bier, was da reingekippt wird, kommt die ganze Asche hoch, dann hat man die ganze Asche auf dem Grillgut. Das will überhaupt keiner haben. So, ein guter Einstieg für beide Teams. Wie machen wir denn weiter? Ja. Wir nehmen die zweite Wetterfrage, wir nehmen das Fragezeichen. Ja, genau. Wenn ein Sturm heraufzieht. Der war gut. Der war echt gut. Ich hab Moment. Okay, wir haben die Frage nochmal schnell getauscht. Beim Fahrradfahren einen Helm zu tragen, erhöht die Sicherheit, hat aber Forschern zufolge den Nachteil, dass der Träger A. weniger Frauen kennenlernt, B.
B, bereit ist, höhere Risiken einzugehen, oder C, häufiger Opfer eines Fahrraddiebstahls wird? Ja, Sie lachen, aber... Also A ist glaubwürdig. Also immer, wenn ich da durch die Gegend fahre mit meinem Helm, lerne ich keine Frauen kennen. Also das ist... Ja. Aber das ist, glaube ich, hier nicht gewollt. Vielleicht fährst du einfach zu schnell, die erkennen dich gar nicht. Danke, Kai. Vielen Dank. Ja. Also bereit ist, höhere Risiken einzugehen, das kann man sich ja sehr gut vorstellen. Ja. Ich habe einen Helm, mir kann nichts passieren. Ja, dass das subjektive Gefühl von Sicherheit vermittelt, genau, und man dann riskanter fährt, als man das eigentlich sollte. Oder denkt, Auto, du kannst mich mal, ich habe, genau, Plastik auf dem Kopf. Ich bin dadurch stärker. Genau. So, häufiger Opfer eines Fahrraddiebstahls wird. Weil das ist wahrscheinlich dann auch eher eine nette Geste. Man sieht den, also ich würde dich mit dem Helm sehen und würde denken, ui. Der will Frauen kennenlernen. Lernt aber keine kennen. Ich nehme ihm mal das Rad weg, dann brauche ich den Helm nicht mehr und dann findet er einfach. Dann kann er spazieren gehen. Ja. Das wäre was für Ziel. Logische Erklärung. Das ist auch, man sagt ja immer, die einfachsten Gedanken sind die, die am ehesten stattfinden. Und insofern ist das ja wahrscheinlich die richtige Lösung. Fahrt ihr denn beide mit Helm? Ich fahre immer mit Helm, denn ich muss meine Frisur ja auch schützen. Wie ist bei dir? Ich fahre sicherheitshalber gar kein Fahrrad. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Frauen ich kennenlerne. Ah ja, ist klar. Ich habe auf jeden Fall einen Helm. Lassen wir das mal so im Raum. Gut, ist doch schon. Man sollte mit Helm fahren. Wir nehmen trotzdem B, oder? Ja, ich bin auch für B. Also eindeutig wir B. Wir loggen ein, Antwort B. Ihr sagt, dann ist man bereit, höhere Risiken einzugehen. Das macht ja Sinn. Britische Forscher der University of Bath fanden jüngst heraus, erwachsene Menschen, die Fahrradhelme tragen, neigen zu riskanteren Entscheidungen, sogar dann, wenn das Schutzutensil eigentlich völlig überflüssig ist. Dies zeigt, dass Menschen, die sich geschützt fühlen, generell leichtsinniger werden. Richtige Antwort, 1000 Euro. Und wir sagen es noch mal ganz bewusst dazu, Helm tragen ist richtig und wichtig. Ja, absolut. Weiter geht's. Nächste Kategorie, zweite für euch. Sie können aussuchen, was wollen Sie? Ja, kannst auch du sagen. Ah, du kannst aussuchen, was willst du? Ist jetzt völlig Wurst. Ich würde gerne auch tierisch nehmen, weil das ist eine gute Frage, die sonst der Herr Hohecker immer war. Ach so, okay. Ach so, sonst hätte ich Vögel gemacht. Also nehmen wir ist auch, Tiere. Sind auch Tiere, das ist egal. Tierisch. Ist ja fast mein Name und... So. Gunter Tierisch. Das Besondere an der Dolomedes plantarius Spinne ist, dass sie A, fliegen kann, B, bis zu 100 Jahre alt wird oder C, Fische isst. Puh, bin ich froh, dass wir die Frage nicht haben. Ja, hier, Lateiner so ein bisschen. Schlecht. Sagt ihr das irgendwas? In irgendeiner Form? Ja, sehr gut. Aber das ist mein persönlicher Spontantipp. Also mein Problem ist, fliegen kann. Es gibt ja tatsächlich Spinnen, aber die gibt es auch hier. Ich weiß aber nicht, ob das dann die Dolomedes plantar... Die haben so einen kleinen... Fahren lassen die runter und lassen sich vom Wind echt kilometerweit. Ja, aber das sind ja die jungen Spinnen. Deshalb heißt das ja so Altweibersommer. Genau. Ne? Ja, Altweibersommer heißt es aber auch, glaube ich, weil so viele Spinnenweben zu sehen sind, die dann grau schimmern, an Morgen. Ja, aber auch weil diese kleinen jungen Spinnen dann sich schon mit den Fäden durch die Gegend laufen. Deswegen meine ich, das gibt halt. Aber die Fliegen gibt es auch. Wenn die das mit Fliegen meinen, ich glaube nicht, dass die Nein, das Flügel sind ja hat und irgendwo von Baum zu Baum fliegt. Spider-Man. Fische ist. Also, oder ist halt C. C, finde ich auch, ja. Fische ist. Ja, ich würde sagen, Fische ist. Ja. Den macht er dann, ne? Ja. Also 100 Jahre schließen wir aus. Ich würde, oh ja, wir können natürlich auch Publikum fragen, aber es ist die zweite. Ja, das ist natürlich... Das ist schwierig. Das ist, oder? Rhododendron gegen Halsschmerzen. Die sind, haben alle eine Phobie vor Spinnen. Ne? Vielleicht aber auch das große Latin. A oder C, A oder C. Vielleicht die Bewohnerin der Pflanze. So, Elton. Also ich eins, zwei oder drei. Du musst dich entscheiden, weil ist es vorbei. Risiko Plopp. Ist da. Plopp, das heißt Stopp. Kai, das steht dir gut zu mir. Ja, oder? Komm. Ich reiche einen für A, aber wenn du eher für C bist, dann...
Das A wäre mir zu. Entscheidung. Ihr nehmt C. Ihr nehmt C. Ihr nehmt C und sagt, die Spinne sitzt auf dem Baum, lässt einen Faden runter ins Wasser, macht einen Haken dran und schon ist das Essen da. Das stimmt auch. Die Dolomedes Plantarius-Spinne kommt in ganz Europa vor. Das Besondere an ihr, sie isst gerne Fische, wie zum Beispiel Stichlinge. Dafür legt sie sich an der Wasseroberfläche auf die Lauer, bis Nahrung vorbeischwimmt. Das Opfer wird entweder durch Gift betäubt oder mit einem Biss in den Kopf direkt getötet. Anschließend kann das mehrstündige Mahl beginnen. Spektakuläre Aufnahmen, meine Damen und Herren. 500 Euro obendrauf, 1000 Euro für Elton und Gunter Tisch. Wie geht's weiter, die Herren? Wir nehmen die nächste Wetterfrage. Ja, wir hatten im Labor. Im Labor. Ah, warum nicht? Irgendwo ist sie versteckt. Irgendwo muss noch eine sein. Ja. Was geschieht, wenn eine Glasflasche, in der zuvor Wasser zum Kochen gebracht wurde, kopfüber in ein Wasserbad gestellt wird? Oh, A, die komplette Flasche füllt sich blitzschnell mit Wasser. B, die Flasche gibt einen schrillen Pfeifton von sich. Oder C, die Flasche kühlt auch nach 15 Minuten nicht ab. Also, Moment. Die ist knallerheiß und wird dann da reingedreht. Genau. So, die komplette Flasche füllt sich blitzschnell mit Wasser. Halte ich für unwahrscheinlich. Also, mein erster Gedanke war, Wasser zieht sich rein. Genau. Weil natürlich die warme Luft kühlt ab, zieht sich zusammen und Wasser zieht nach. Aber nicht komplett. Warum nicht komplett? Kochen ist sehr warm. Ja, aber nicht null. Da müsste ja oben gar nichts mehr sein. Wobei das die Frage aufwirft, wie warm ist denn das Wasserbad? Kochen. Gell? Das ist die logischste Frage. Normal temperiert. Normal temperiert. 20 Grad. Die Frage, also das finde ich unlogisch. Nee, warum soll die kühlt auf jeden Fall ab. Warum soll die sich nicht abkühlen? Ja, da gibt es ja keinen Grund, denn sonst müsste es ja... Allein schon an der Stelle, wo die Flasche das Wasser berührt... Kühlt sie sich ab. Ja. Ich muss mir gerade überlegen, kann denn sowas sein wie, die hat eine bestimmte, nein, die kühlt sich auf jeden Fall ab, weil das mindestens... Das ist ja der zweite Hauptsatz der Thermodramatik, also das ist ja immer... ja, dann kann nur noch B übrig bleiben. Die Flasche gibt einen schrillen Pfeifton von sich. Ich kann mir, also sagen wir nochmal diesen Ansatz, da ist vorher Wasser zum Kochen, das heißt, die Luft ist irre heiß. Ja, da müssen wir auch langsam zu einer Entscheidung kommen, Herr Pflaume. Ja, ja. Heiße Luft ist sehr ausgedehnt. Extrem ausgedehnt. Und extrem ausgedehnt. Und nun legen wir die da rein, jetzt kühlt die Luft ab. Und zwar auch ziemlich schnell, weil das Wasserbad normal temperiert ist. Genau. So. Aber dann es wird wahrscheinlich vielleicht sogar Wasser reingesaugt und vielleicht erzeugt das diesen schrillen Pfeifton. Wir bleiben bei B, oder? Sind wir überhaupt je bei B gewesen? Ja, wir haben ja C ausgeschlossen. Ja, ja, dann bleibt aber A und B. Wegen der Thermodynamik und dass die nicht komplett... Das also du bist nicht der Meinung, heiß, dass sie sich... Da ist keine Luft mehr drin. Das ist korrekt. Wenn ich die auf den Kopf stelle und ja. die Öffnung ist im Wasser, kann die Luft nicht entweichen. Und die wird, egal wie sehr sie zusammen komprimiert wird, ein bisschen, wird sie immer Ja, aber die immer Luft ja unten raus. Es geht ja immer Luft raus. Also wir... Ganz kurz. Du hast Meteorologie studiert und ich weiß, dass die Luft nach oben steigt. Ja, ja, das weiß ich ja auch. Aber die Luft muss ja, also wenn die Luft verdrängt wird, muss sie ja irgendwo weg. Ja, und die kann ja nicht weg, weil die Flasche ja am Kopf steht. Wo soll die denn hin? Sagt die dann, Jungs, wir gehen unten raus, oder was? Ja, aber hoher Druck. Doch, nein, aber wenn du... Das ist jetzt Unsinn, ne? Ja, ja, ich bin jetzt verwirrt. Wenn du ein Glas umgekehrt reindrückst... Herr Hohegger schlägt B vor. Ja, was machen wir denn? Ich würde mich dem anschließen. B. Ja, ja. B. Okay, Herr Hohegger... Lockt. Ich weiß nicht, wenn du jetzt recht hast. Ja, ja, wenn ich jetzt recht habe, dann erkläre ich dir das. Ja, das ist gut. Der ist gut. Das wird. Ich kann die kann nicht freuen Sie sich. Ein bisschen Luft muss drin bleiben. Freuen Sie sich auf die monumentale filmische Umsetzung dieses spannenden Experiments, meine Damen und Herren. Einfach ein wenig Wasser in eine Glasflasche schütten. Die Flasche erhitzen, beispielsweise in einer Mikrowelle. Durch den Wasserdampf entsteht ein Unterdruck in der Flasche. Jetzt die Flüssigkeit auskippen und die Flasche kopfüber ins Wasser stellen. Und tatsächlich, dank diesem extremen Unterdruck, füllt sich die Flasche blitzschnell mit Wasser. Herr Hohegger! Es wäre A gewesen. Komplett.
Da hat nichts gepfiffen. Ich habe genau hingehört. Schon gar nicht schrill. Ja. Es ist noch nichts entschieden, aber jetzt wir machen weiter mit Bernhard. Team Elton. Sag doch noch einmal, dass ich Meteorologie studiert habe. Ich hätte auf dich hören sollen. Aber ich habe mich auch nicht durchgesetzt. So, bevor die beiden da im Team Bernhard jetzt heiraten, machen wir jetzt hier weiter mit Elton und Gunter Tisch. Wollen wir Zahlen mal nehmen? Ja, wir können auch andere Länder, andere Sitten. Dann nehmen wir andere Länder, andere Sitten. Dann nehmen wir das doch. Vielleicht ist es ja eine Wetterfrage. Wetter gibt es ja überall. Das stimmt. Ja? Aber andere Sitten als ja. Wovon machen die Franzosen schon seit längerem Gebrauch? A. Dem Gurkenaufzug. B. Dem Butterföhn. Oder C. Dem Croissant-Entlüfter. Ich habe keine Ahnung, noch nie was davon gehört. Würde aber komplett C schon mal ausschließen, weil ich glaube, das ist die lustige Variante. Franzosen, Croissant, kann es natürlich sein. Ich würde es aber schon mal erstmal aus dem Gehirn streichen. Gurkenaufzug, Butterföhn. Was soll das denn sein? Gurkenaufzug, Butterföhn. Butter, Gurkenmaske kenne ich, ne? Also das ist ich bin irgendwie für den Gurkenaufzug, warum auch immer. Für den Gurkenaufzug? Wieso bist du vom Gurkenaufzug? Weil das klingt lustig und ich würde gerne wissen, was das ist. Die Franzosen haben Humor. Aber Butterföhn klingt auch irgendwie lustig. Butterföhn, ja, was soll das sein, damit die Butter weicher ist? Vielleicht ist der Gurkenaufzug tatsächlich so eine Art den Aufzug Paternoster-mäßig. Ich habe keine Ahnung. Wollen wir es riskieren oder wollen wir Publikum fragen? Ich meine, das ist jetzt 50-50 für uns. Nee, du hättest eben aber auch recht gehabt. Wollen wir einfach mal Gurkenaufzug nehmen? Wir nehmen A-Gurkenaufzug. So. Ihr nehmt A-Gurkenaufzug. Ihr wisst, okay. So ein Butterföhn ist natürlich wirklich praktisch. Ne? Wenn man diese kalte, harte Butter aus dem Kühlschrank nimmt, ja, dann würde so ein Butterföhn Sinn machen. Und ich nehme immer diese komische Butter von so ein Helene Fischer. Paternoster im Gurkenglas. Ich bin. Werden die Gewürzgurken im Glas weniger, fischt der Deutsche auf der Suche nach der letzten Gurke gerne mit den Fingern im Sud. In Frankreich sind die meisten Cornichon-Gläser dagegen mit einem praktischen Helfer ausgestattet. Ein Sieb unter den Gurken kann einfach hochgezogen werden und schon sind sie griffbereit. Diesen französischen Égouttoir, sprich Abtropfkorb, kennen deutsche Händler auch als Gurkenaufzug. Richtig geraten! 1.500 Euro. Dass sowas nicht schon längst im Spreewald erfunden wurde, ne? Aber super Sache. Habe ich noch nie gehört. Noch nie gesehen, noch nie gehört. Ja, hier lernt man nie aus in der Sendung. So, es geht weiter mit euch. Ja, wir sind im Rückstand. Ja, wir nehmen Zahlen bitte, damit wir mit den Zahlen da mal bitte was erreißen können. Hier. Jawohl. Nur ungefähr 2% der Weltbevölkerung A. sind Linkshänder, B. haben grüne Augen oder C. sind Inder. Naja, also bei den Indern, das können wir relativ schnell lösen. Also es gibt 1,2 Milliarden Inder und 7 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Da kann man jetzt Prozent rechnen. Ein Siebtel. Genau. Also C fällt weg. So, haben grüne Augen. Schau mir mal in die Augen. Oh, was ist das denn für eine Farbe? Pink. Ja, das Ganze ist pink. Pink mit so orangen Querstreifen. Blut unterlaufen. Blut unterlaufen. Gut bin ich. Ja. So, Linkshänder, 2%, das glaube ich nicht. Nee, es sind mehr. Also 2% von 7 Milliarden? Ja, das ist ja also viele. Ich glaube, dass die Linkshändigkeit dürfte weltweit gleich verteilt sein. Das weiß ich nicht. Ja, also ganz ehrlich, hast du schon mal Leute mit wirklich grünen Ich glaube, in meinem Pass steht blau, grau, grün. Ich weiß nicht, ich habe deinen Pass bisher noch nicht kontrolliert. Ich habe einfach geglaubt, dass du es bist, als du dich angemeldet hast. Ja, sehr gut. Also Linkshänder, wie viele Linkshänder gibt es? Ich behaupte, es gibt mehr Linkshänder als 2%. Weil, guck mal, früher in meiner Schulklasse, als ich in die erste Klasse ging. Ihr seid hier für uns. Da waren. Ach so, die helfen uns. Ja, sehr gut. Wir haben zwei Joker, einen da drüben und einen hier. Genau. Also, ich hatte schon in meiner Klasse, und wir waren 36. Da hätte ich ja dann praktisch nur 0,72 Linkshänder haben können. Ja, in der Klasse. Achso, ja, verstehe. Und es waren mehrere. Ich glaube, es sind 5-10%, ist mein Tipp. Also ich, ganz ehrlich. Ist für grüne Augen? Ja. Ich auch. Soll uns das was sagen? Nein. Wir nehmen Wollt ihr euch festlegen?
Ja, also, ja. Oder? Wir nehmen grüne Augen. Ja, wir nehmen grüne Augen. Linkshänder, glaube ich, gibt es mehr, ja. Und das ist auch schwer zu zählen. Ihr nehmt grüne Augen und wenn das richtig ist, dann kriegt ihr sie auch. Weit über 7 Milliarden Menschen leben auf unserer Erde. Jeder von ihnen ist einzigartig, doch einige fallen besonders auf. Und zwar die mit grünen Augen. Für die Pigmente in der Iris sind mehrere Gene verantwortlich. Und wer grüne Augen hat, dessen Körper produziert geringere Mengen Melanin. Meist stammen grünäugige Menschen aus nordischen Ländern wie Finnland, Norwegen oder Island. Diese besondere Augenfarbe haben nur etwa 2% der gesamten Weltbevölkerung. Richtig, 1500 Euro. Und wussten Sie eigentlich, dass 90% aller Menschen braune Augen haben? Nächste Kategorie, wie machen wir weiter? Ich habe mich für Berufe entschieden. Habe mich einfach mal. Ja. Vielleicht kommt da ja Meteorologe oder so. Wetterexperte. Mhm. Sehr gut. Wer sich mit 20 nach 4 und 20 nach 8 auskennt, arbeitet A. in einer Fahrschule, B. auf dem Jahrmarkt oder C. in einem Restaurant. Ein Restaurant, C. Ja, weißt du schon? Dann sag ruhig, warum? 20 nach 4. Man legt das Besteck in einem Restaurant, wenn man gegessen hat und will aber noch weiter essen, so 20 nach 8 meinetwegen hin, also in einem spitzen Winkel auf den Tisch. 20 nach 4 und 20 nach 8. 20 nach 8. 20 nach 8 ist, wenn man satt ist. Du hast gesagt, einmal recht, das ist hier. Ja, das ist einmal so. Das heißt, ich bin noch nicht fertig. Und 20 nach 4 ist so, das heißt, ich bin fertig. Also ich bin satt, ich brauche nichts mehr. Wir machen ganz schnell. Fahrschule ist 10 vor und 10 nach. Mhm. Jahrmarkt sagt mir gar nichts. C. Ja, Spitzentyp habe ich hier. Hammer. C eingeloggt. Fahrschule ist doch 10 vor 3, oder? 10 vor 3 ist die Fahrschule doch, aber... Ja, bei mir sind wir 12. Ja. Ich hab dich Autofahren sehen, da war es aber eher 5 nach 12 doch. Ja? Wir schauen auf die Lösung. Mit der Tageszeit haben diese Zeitangaben nichts zu tun. Sie spielen aber im Restaurant eine wichtige Rolle. Liegt das Besteck auf 20 nach 4, wird dem Kellner signalisiert, ich bin fertig. Auf 20 nach 8 legt der Esser nur eine kleine Pause ein und der Kellner lässt von diesem Teller besser noch die Finger. Korrekte Antwort. 500 Euro gibt es dafür. 2000 sind es insgesamt. So. Jetzt darf ich euch denn anbieten? Total genial, brisant, Vögel und clever hätten wir noch. Also mit total genial und clever, da geht es um so Haushaltstipps, wie man sich den Alltag erleichtern kann. Ja, aber da können wir das Publikum nehmen. Stimmt. Aha. Wenn wir es nicht wissen, die sehen alle sehr gut aus. Können wir aufs Publikum zurückgreifen? Ja. Sollen wir das machen? Wollen wir denn eher? Also die Frage ist, ist unser Publikum genial oder clever? Ich könnte mich nicht entscheiden. Ich auch nicht. Beides nicht, oder? Wir nehmen clever, ja. Wer sich in der Wildnis verirrt und wissen möchte, wo Norden ist, sehr gut. Hilft sich mit. Kompass ist nicht bei den Antwortmöglichkeiten dabei. Du kannst dich entspannen, Elton. Ne? Also da sitzen zwei, die das wissen müssen. A. Einem Regenwurm, B. der Flagge Alaskas oder C. einem Schnürschuh. Ach, da ist jetzt alles nicht dabei, was ich dachte. Ja, du dachtest an das Moos, ne? Komm, wir fragen das Publikum. Ich schon. Ja, ja, ich dachte natürlich erstmal logischerweise an die Sonne. Du dachtest an Sonne, Kompass, iPhone. Nee, Kompass hatte ich. Ja, das, wer sich in der Wildnis verirrt und wissen möchte, wo Norden ist, du musst nur mal sagen, ich lese es dir auch gerne noch mal vor. Das ist bei mir der Denkprozess. Ach so. Das ist auch bei den Wettermoderationen so. Ich weiß dann selber, wie das Wetter wird, wenn ich das gesagt habe. Einem Regenwurm. Das ist ja spannend. Also ein Regenwurm, da wäre die Idee, dass man... Dass der Regenwurm weiß, wo Norden ist. Ja. Genau, den kann man fragen. Was ihn natürlich sehr klug darstellt.
Natürlich. Die Flagge Alaskas hat man ja oft gar nicht dabei. Oder was ist denn da drauf auf der Flagge Alaskas? Ich glaube, da ist nämlich irgendwie genau, du wirfst den Regenbogen hoch, dann fällt er runter und da, wo der Kopf hin zeigt, ist Norden. Auf der Flagge Alaskas sind die, ist da ein nördliches Sternbild drauf. Ja, aber das hilft dir ja nicht, wenn du die Flagge nicht dabei hast. Ja, das, wenn du keinen Regenbogen dabei hast, hilft dir der Regenbogen ja auch nicht. Ja, aber da kommt vielleicht einer, wenn du in der Wildnis bist. Da kommt, bestimmt, Wildnis keine, da kommt bestimmt keine Alaska-Flagge vorbei. Guten Tag, ich bin die Flagge Alaskas, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, sagen Sie mir, wo Norden ist. Dann nehmen Sie doch einfach einen Schnürschuh. Ein Schnürschuh könnte natürlich lustig sein. Man hängt den hin, man geht davon aus, dass, ja, das, dass, ja, der festgenagelt ist und dann richtet sich das Ding nach dem Magnetfeld aus. Ja, mach doch deine Erklärung. Weil es ein Arbeitsschutzschuh mit einer Stahlkappe ist. Ein Schnürschuh? Nein, ich glaube das nicht, aber es war sehr gut vorgetragen. Also ein Schnürschuh. Ja, Publikum, ne? Ja, ja, wir haben das Publikum. Ja. Was ist denn dein Favorit? Es ist noch da, du kannst dich wieder umdrehen. Ach so, nein, ich hatte nur geschaut. Noch sind sie nicht weg. Ob's, ja. Was ist denn dein Favorit? Weil ich glaube, also mein Favorit ist, sag erst mal deinen. Also meiner wäre der Regenwurm. Mhm. Meiner wäre die Flagge Alaskas. Da ist irgendwas drauf, was wir nutzen können. Ein Kompass oder ein Sternbild oder sowas. Vielleicht noch mal gedanklich. Was könnte ein Regenwurm denn wissen? Die Frage ist, krabbelt der nach Norden, wenn man es ihm sagt, oder nach Süden? Naja, das ist die Frage, weil er will vielleicht dem Licht entgegen. Und dann ist eher der Weg nach Süden. Und da, wo er nicht hingeht, ist dann der Norden. Das kommt drauf an, morgens ist das Licht ja im Westen. Das ist das Problem. Im Osten. Die andere Frage ist, was ist, wenn die Wildnis in der Mitte der Sahara liegt? Da geht die Sonne auch auf und unter. Aber die Regenwurmsituation, wobei da ist die Flagge Alaskas noch unwahrscheinlicher. Deswegen. Also, lasst euch von mir nicht verwirren. Ich rede nur so daher. Ich gebe weder Hinweise noch möchte ich euch verunsichern. Aber das was gibt einem mehr und mehr Gespür für den Schnürschuh doch eigentlich. Echt? Bei mir wird die Flagge Alaskas immer sicherer, je länger ich über die anderen Sachen nachdenke. Du hast vorhin schon mal B gesagt. Richtig, ich habe mit B schon mal eben Unrecht gehabt. Der Joker muss ja auch mal benutzt werden. Ne? Ja, den nehmen wir aber gleich für die nächste Frage. Ich bin für B. Bist du echt so sicher? Ich bin für B, da bin ich mir relativ sicher. Du guckst so, dass ich das fast glauben mag. Ja, ja, der. Also, können wir schon B. Wir nehmen B. Ihr nehmt B. So, jetzt kann ich dir sagen, ich habe gar keine Ahnung. Oh. Aber das ist ein, der will nicht, dass ihr gewinnt. Der will das nicht. Warte, aber ist B, oder? Und meine Damen und Herren, natürlich fragt sich Sven Plöger zu Recht, wo soll so eine Flagge Alaskas mitten in der Wildnis herkommen? Ich habe die Antwort. Zum Beispiel aus der Tasche. Die Flagge Alaskas zeigt 8 goldene Sterne auf dunkelblauem Grund. Sie stellen das Sternbild Großer Wagen mit dem Polarstern dar. Der Polarstern befindet sich immer an der gleichen Stelle des Himmels. Mit einem einfachen Trick lässt er sich leicht finden. Verlängert man die Hinterkante des Großen Wagens um das Fünffache, zeigt diese Linie genau auf den Polarstern. Er befindet sich im Norden, weshalb er auch Nordstern genannt wird. Du kannst dann sehen, was ist was. Aber du bist ja genial. Richtig. 2000 Euro fürs Team Bernhard. So, ihr habt noch 2 Fragen offen, weil das andere Team ja das erste Antwortrecht hatte. Das ist immer so gut. Wir nehmen jetzt total genial. Das ist immer gut fürs Publikum. Die Frage aus der Kategorie. Wie lässt sich das Beschlagen von Badezimmerspiegeln verhindern? A. Vorher mit Rasierschaum abwischen. B. Vorher mit Weichspüler benetzen. Oder C. Vorher mit Deodorant einsprühen. Ich glaube, das ist schon. Also, wir nehmen auf jeden Fall das Publikum, würde ich sagen. Es sei denn, du sagst sofort. Wie lässt sich das Badezimmer verhindern? Deodorant einsprühen. Da ist Alkohol drin. Ne? Was? Ich höre nichts. Nee. Was? Ich höre nichts. Ihr denkt so leise. Wir reden so leise. Deodorant. Das schieße ich aus. Benutze ich auch nie. Ich muss mich gleich wegsetzen, oder was? Aber jeder Warmduscher kennt natürlich das Problem mit dem beschlagenen Spiegel. Ja. Eher duschen oder eher baden, Elton? Ich dusche morgens, aber ich bin ein sehr, also ich bade für mein Leben gern. Ich könnte jeden Abend in die Badewanne für mindestens 2 Stunden. Oh. Ja, es ist total, also es ist entspannt. Man kann lesen und Musik hören. Man ist sich da für waschen. Sich. Nicht, was? Sich waschen. Sich waschen, nicht ertrinken. Also,
Ich bin aber tatsächlich, das ist echt kein, also ich bin auch schon öfter eingeschlafen in der Badewanne. Das kann, ja. Das ist mindestens so gefährlich wie Rauchen im Bett. Es ist nicht ohne, aber ich liebe Badewanne, ich liebe die Badewanne. So, aber komm, jetzt mal wieder hier zurück. Ich weiß es nicht, lass uns das Publikum. Okay, wir fragen das Publikum. Ja. Da weiß es bestimmt irgendjemand. Also meine Damen und Herren, Publikumsjoker ist angesagt. Was? Keiner traut sich, keiner weiß es. Ja, stehen Sie auf, wenn Sie glauben, dass Sie es wissen. Ja, mutige da vorne. Hallo. Kommt ganz selten vor, dass jemand aus der ersten Reihe aufsteht. Normalerweise muss ich immer ganz nach oben steigen. Ja, wie heißen Sie? Carmen. Und woher kommen Sie, Carmen? Aus Harburg. Sehr schön. Wie ist bei Ihnen? Eher duschen, eher baden? Eher duschen. Okay. Was machen Sie, wenn dann der Badezimmerspiegel beschlägt? Wie beugen Sie davor? Ich würde mit Weichspüler benetzen, weil ich da auch Fenster mit putze. Und nein, mit Weichspüler? Ja, mit einem Schuss Weichspüler rein, weil dann das Wasser abhält und auch der Schmutz nicht so schnell sich an die Fenster setzt. Ah, ja. Deswegen wäre für mich Antwort B. Also auch wenn es nicht stimmen würde, es klingt gut. Es klingt gut, cool, logisch. Ja. Ja. Und es klingt gut. Ja, ja. Und auch die Fenster. Bei Carmen riechen sogar die Fenster. Ja, gut. Ja, dann gucken wir uns mal an, ob das mit den Weichspülern beim Badezimmerspiegel auch hilft. Die Spiegeloberfläche ist kühl. Nimmt beim Duschen die warme Feuchtigkeit im Raum plötzlich zu, beschlägt die Oberfläche, weil die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Behandelt man den Spiegel im Vorfeld, haftet ein dünner Schutz aus Glycerin auf der Scheibe, der vor der Kondensation schützt. Und Glycerin findet man zum Beispiel im Rasierschaum. Also in diesem Falle wäre es der Rasierschaum gewesen. Aber man lernt hier nie aus bei uns. Trotzdem herzlichen Dank. Ja. Das ist ja das Tückische an diesen Antwortmöglichkeiten, dass die alle ja theoretisch erstmal ganz logisch auch klingen und möglich sein könnten. Aber es bleibt bei euch bei 2000 Euro. So, jetzt. Könntet ihr den Vorteil noch mal nutzen? Wir haben das Publikum. Und Vögel ist halt so ornithologisches Fachwissen, aber brisant ist Allgemeinwissen. Und wir haben hinter uns, möchte mal sagen, das gesamte Wissen der Welt. In 69 Menschen vereint. Auf 69 Menschen 65, verteilt. Oder? Ja. 65. Auf 65 Menschen verteilt und deshalb nehmen wir brisant. Was kam Ende 2015 für 85 Euro als Leaders Number One auf den Markt und war in wenigen Tagen ausverkauft? Hören Sie zu. A. Champagner, der aus Sepp Platters Privatkellerei stammt. B. Parfüm, das von Wladimir Putin inspiriert ist. Oder C. Eine Fellmütze, die der Frisur von Donald Trump nachempfunden ist. Also für dich nochmal, Sven. Ja. Was kam Ende 2015 für 85 Euro als Leaders Number One auf den Markt und war in wenigen Tagen ausverkauft? Sehr gut, Kai, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, ich finde es sehr schön, dass von Wladimir Putin inspiriert ist. Geil ist das denn? Das ist ja sehr, wir können sehr schon lustig. Froh sein, dass es nicht nach ihm riecht. Das ist das, was ich damit feinfühlig sagen will. 85 Euro ist ja sehr günstig. Oh, kommt drauf an. Wenn du dann eine Fellmütze von Donald Trump hast, dann fand ich das sehr teuer. Ja, aber es kann im Einzelfall, aber gut. Also, hast du eine, also wir geben das ja eher ans Publikum weiter und da bin ich mir sicher, da hat es einer gekauft. So. Die, also, was ist nur, ich gebe immer gerne einen Tipp mit, damit wobei man das, so seine das Publikum eigene, irritieren kann. Na, die wissen das ja. Das ist ja, wir können die nicht irritieren, weil die sich ja total sicher sind. Aber sicherheitshalber ist es vielleicht ganz gut. Ich habe das Gefühl, das in, entfernt mit Putin in Verbindung zu bringen. Ja? Das ist mein Gefühl. Was ist dein Gefühl? Sepp Blatter. Dann lass uns das jetzt ans Publikum geben. Das machen wir. Denn hier bin ich mir nicht so sicher wie bei der Flagge von Alaska. Da geht es mehr wie dir. Bitteschön! Bitteschön! Wir hatten ja ganz. Ach, was passt. Moment, da muss aber jetzt irgendjemand. Zum Beispiel der Herr hat eben so freundlich gelächelt. Wir hatten ja bei dieser Frage ganz ursprünglich auch eine Antwortalternative mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Aber die haben wir dann aus aktuellem Anlass ausgetauscht. Ja. Da wollten wir einfach keinen Ärger. Nein. Also, Sie können ganz entspannt so, aufstehen. So, jetzt hier, guck mal, da. War der Finger aber oben. Jetzt, hallo. Ja, ich bin da. Ich bin da. Ja. Ich schütze Sie. Hallo, wie heißen Sie? Hannelore. Hallo, Hannelore. Woher kommen Sie? Aus Hamburg-Wandsbek.
Sehr schön. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Mhm. Was glauben Sie denn? Haben Sie da mal was gehört? Ja, ich glaube C, weil ich gesehen habe im Fernsehen, dass da immer ein Junge, kleiner Junge war, der hat wurde nach Donald Trump so ausgesehen, aufgesetzt, die Kappe, und ich denke, das ist die Fellmütze. Okay. Also er hat eine Fellmütze entwickelt und für seine Haare, also als Ersatz für die Haare. Ja, okay. C. C. Hannelore sagt Antwort das C. Haben wir eingeloggt und wir. Ja, Hannelore hat es entschieden. Das ist so. Hannelore, ja, wollen, gut. Ja, ist ja alles gut. Kein alles. Wir stehen kein? Voll hinter dir. Ja, wir ja. Stehen voll hinter dir. Wir sind dabei. Wir schauen es uns an. Leaders Number One. Die Ware wurde exklusiv an einem Stand im Moskauer Kaufhaus GUM verkauft und war auf 2000 Stück limitiert. Weich, aber gleichzeitig auch kompakt und kräftig, ein warmer Duft mit Struktur. So beschreibt der Parfümeur Wladislav Rekunov Leaders Number One. Die Mixtur enthält Zitrusdüfte als flüchtige Kopfnote, dazu Tanne und Zeder als Herznote. Die Basis bilden Tonkabohnen und Moschus. Der Duft hat zwar den Präsidenten nicht im Namen, dafür prangt Putins Profil auf der Verpackung. Es wäre Antwort B. Oh, kein Problem. Alles gut. Hallo, Lore. Ich war mir nicht sicher. Herzlichen Dank. Ich hätte es auch falsch gemacht. Es bleibt bei 2000 Euro beim Team Bernhard. Und eine letzte Frage haben wir noch. Die Kategorie Vögel bleibt euch. Immer der jetzt. Wir sind gut zu Vögeln. So. Ja. Der muss immer kommen, der muss immer kommen. Der muss immer kommen. Mit dieser Kategorie wollte Gunter Tyrsch schon ganz am Anfang der Sendung punkten. Ja. Jetzt kann er sich beweisen. Die Frage, asiatische Kohlmeisen. A. Sind morgens immer sehr schlecht gelaunt. B. Zwitschern in ganzen Sätzen. Oder C. Können nach langen Flügen einen Jetlag bekommen. Zwitschern in ganzen Sätzen, das gefällt mir am besten, ja. Ja. Ja, sind morgens immer sehr schlecht gelaunt. Klasse. Woran soll man das feststellen? Ja, ob da sein, ja. Langen Flügen einen Jetlag bekommen. Wo fliegen die denn hin? Eben. Von Thailand nach Sibirien. Ja, und dann sind die so durch, also dann sind die morgens so schlecht gelaunt. Es geht ja nach Norden, da ist kein Jetlag da, die müssten ja zu uns kommen. Können die tagelang nicht schlafen. Ja, aber jetzt schließt du ja alles aus gerade. Nö, ich habe gesagt, muss davon aber ich richtig habe gesagt sein. Zwitschern in ganzen Sätzen finde ich so. Find Ach so. Ich, das finde ich. Dann nehmen wir doch B, oder? Mir fällt nichts anderes ein, ja. Nee, glaube ich auch nicht. Zwitschern ist. Kohlmeisen fliegen auch nicht weiter. Nee, wir nehmen B, komm. Wir nehmen B. Die asiatische Kohlmeise zwitschert in ganzen Sätzen, außer das Weibchen, das zwitschert ohne Punkt und Komma. Ornithologen haben herausgefunden, dass die Warn- und Signalrufe asiatischer Kohlmeisen einem spezifischen Satzbau folgen. Die Reihenfolge der Signale bestimmt die Bedeutung und die Artgenossen reagieren entsprechend. Kohlmeisen haben ein recht komplexes Repertoire an Rufen, die sie zu verschiedenen Anlässen einsetzen. Die Verständigung funktioniert aber nur mit dem richtigen Satzbau. Damit die letzte Frage richtig beantwortet. Nochmal 500 Euro oben drauf. Das Team Elten steht bei 2500 Euro. Und gleich kommen wir dann zum zweiten Teil unserer heutigen Doppelfolge. Dann spielen wir mit Stefanie Hertel und Francine Jordi, meine Damen und Herren. Da können Sie sich schon mal darauf freuen. Aber jetzt kommen wir in dieser Folge mit unseren beiden Teams zum großen Finale. Die Kategorie, aus der unsere heutige Finalfrage kommt, ist Mathematik. Oh, nee. Mathematik ist die Kategorie der Masterfrage. Ich bitte euch jetzt, euren Einsatz zu tätigen. Leider können Sie nicht, oder auch Sie, kann keiner die Seiten wechseln zum zweiten Teil unserer Sendung. Ich tippe erstmal nur, noch nicht, okay. Wobei das ja lustig wäre, man müsste es eigentlich einmal, das müssen wir mal bedenken. Mal sehen, was da passiert. Bei so einer Doppelfolge einmal zu sagen, Sie können jetzt noch wechseln, meine Damen und Herren. Ich finde das super. Ja.
Jetzt noch? Ja, nein, nicht jetzt noch. Das würde nein, uns bei der Doppelfolge. Bleibt da. So, habt ihr gesetzt? Ihr habt gesetzt. Elton und Gunther. Ach so. Haben die ja schon okay gedrückt? Die haben schon, ja, ja, ja. Oh, ihr könnt. Mann. Ich sag schon mal, es mal eins auf. Ja. Zwei, vier. Sehr schön. Beide Teams haben ihren Einsatz bestätigt. Und wir kommen damit jetzt zum Masterfall. Du kannst doch Mathe, oder? Du kannst doch Mathe, oder? Hat doch studiert. Hier ist die Masterfrage. Welches ist die größte Primzahl, die kleiner ist als 100? A 93, B 97 oder C 99? 20 Sekunden laufen ab jetzt. Absolute Ruhe im Publikum. Denn die beiden Teams müssen jetzt natürlich rechnen. Rechnen müssen sie. Kopf rechnen. Die auch haben die beide gleich. Die werden so viel gesendet, dass sie auf gar keinen Fall überholen können. Wahnsinn, wie kurz so 20 Sekunden sind, gell? Oh, das ging ja jetzt ewig lang. Ja? Ich bin bei sowas immer unsicher. So, beide haben ihre Antwort. Aber der war sich auf einmal auch nicht mehr so sicher. Nein, was? Ehrlich, da habt ihr überlegt? Sei noch nicht zu großartig. Nein, ist ganz sicher. Ganz sicher. Ich bin ja der Meinung. Wenn das falsch ist, dann ziehen wir beide vor Gericht. Und aus. Und, genau. Und aus. Und dann können wir die Flaschenfrage noch mal aufbringen. Dann wird alles ausgepackt. Wir schauen, was die Teams gesetzt haben. Team Bernhard und Sven Blöger haben von ihren 2.000 Euro gesetzt. 1.000 Euro. Oh ja. Da wart ihr euch aber mit Mathe nicht so sicher. Ne? Und das Team Elton und Gunther Tirsch haben gesetzt von ihren 2.500 Euro. 2.441. Meine Damen und Herren, die Frage lautet, wie wird das große Wetterduell heute hier ausgehen? Wie wird es entschieden? Wer macht das Rennen, der ARD oder der ZDF-Wetterexperte mit dem jeweiligen Team-Captain? Wir sind gleich zurück und dann gibt's die Entscheidung. Bleiben Sie dran! Herzlich willkommen zurück zu Wer weiß denn sowas? Freitags-Doppelfolge. Zweimal so viel interessante Fragen, zweimal so viel Spaß. Und natürlich zwei Teams, mit denen wir heute spielen. Zu meiner Rechten Bernhard und Sven Plöger. Und zu meiner Linken Elton und Gunther Tirsch. ARD gegen ZDF-Wetterexperten. Wir sind gerade bei der Masterfrage, die heute lautet, welches ist die größte Primzahl, die kleiner ist als 100? A 93, B 97 oder C 99? Das Team Bernhard hat von 2.000 erspielten Euro gesetzt, 1.000 Euro. Das Team Elton von 2.500 Euro, 2.441. Das Team Bernhard hat sich entschieden für Antwort Baby Bernhard. Das Team Elton hat sich entschieden für Baby Bernhard. Freunde, nur mal der Vollständigkeit halber, wenn B falsch ist, ja, hat Team Bernhard gewonnen. Ja. Das wisst ihr schon. Na gut, ich hatte da eben nur so eine übermäßig große Freude festgestellt. So, lösen wir es auf. Eine Primzahl sind alle von 1 verschiedenen und nur durch 1 und sich selbst teilbaren Zahlen. Und die richtige Antwort ist Antwort B. Natürlich. Denn sowohl Antwort A als auch Antwort C wären ja auch durch 3 teilbar gewesen. Und damit gewinnen Elton und Gunther Tirsch 4.941 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Ja. Elton, Glückwunsch. So, das. Du darfst uns auch mitleiden. Ich darf auch euch beglückwünschen zu einem guten Spiel. Ja. Und, ja. Moralisch? Ja, ja. Hm? Hm?
nicht übermütig. So, damit wissen wir, meine Damen und Herren, der Elton kann nicht nur Samstag, der Elton kann auch Freitag. Ja? Wir haben ja noch eine. Ja. Aber wir schauen natürlich, was heißt das? 4.941 Euro pro Kopf umgerechnet auf 59 Menschen, die hinter euch sitzen. Für jeden von ihnen heißt das 83,75 Euro. So, und während im Eltenland noch gefeiert wird, wird im Bernhardland gehofft. Denn es geht ja jetzt gleich weiter. Ich sage vielen Dank an Sven Blöger und Gunter Tisch. Danke für den Besuch. Alles Gute den Herren und uns allen. Gutes Wetter für die Zukunft. Und ich freue mich jetzt gleich auf die nächste Folge mit Stephanie Hertel und Francine Jordi. Wir freuen uns auf zwei ganz wunderbare neue Gäste zur zweiten Folge heute. Bernhard Hoeker spielt zusammen mit Stephanie Hertel. Herzlich willkommen, Stephanie. Und Elton mit Francine Jordi. Wir freuen uns immer auf Gäste aus der Schweiz. Herzlich willkommen. Danke dir. Also, wir legen los. Und wir starten natürlich wieder mit euch, denn immer noch sitzen mehr Menschen hinter euch. Und insofern dürft ihr die erste Kategorie auswählen. Aber erst kommen Sie hier, die 12 Kategorien, auf unsere Wand. Das sind die nächsten 12 Kategorien. Total genial. Vögel, Wunder der Natur, Berufe, Einkaufen, Medizin, Fragezeichen, Essen und Trinken, clever, tierisch, damals und im Labor. Das Team Bernhard beginnt. Ja, ich glaube, wir nehmen Natur, oder? Wir nehmen Wunder der Natur. Ja. Klingt doch schon mal ganz gut. Ich bin ein Naturmensch. Das klingt fast wie ein großer Hit in der Volksmusik. Hier ist die Frage. Französische Forscher lüfteten jüngst das Geheimnis um. A. Sprechende Eisschollen, singende Dünen oder tanzende Berge. Puh, sprechende Eisschollen, was könnte das sein, wenn die irgendwie ab... Weißt du, hast du eine Idee? Ich habe eine Idee, aber mach erst mal. Manchmal ist meine Idee dann weg. Ach so. Naja, sprechende Eisschollen, das könnte ja irgendwie so in die Richtung gehen, ein Eis, das sich irgendwo löst und dann ins Wasser plumpst und dadurch ein Geräusch erzeugt, das wie Sprechen klingt. Ja. Das könnte sein, singende Dünen. Ja. Naja, ich weiß auch nicht. Also das klingt auch wie so ein Schlagerduo eher. Und hier kommen sie, die singenden Dünen. Ich persönlich meine, singende Dünen, da schwingt bei mir was. Wenn der Wind dann drüber geht und man hört da so ein... Das stimmt, ja. Das stimmt. Man kann anhand des Gesangs vielleicht Informationen über die Düne rauskriegen. Das wäre mein Favorit. Wie es ihr gerade geht und so? Ja, die singt zum Beispiel sehr tief, wenn sie gerade Durst hat. Die singen sehr oft sehr tief. Und vielleicht singen sie sehr hoch, wenn sie besonders steil sind zum Beispiel und sagen wollen, ich bin größer als sie alle. Und dann kommt die andere Düne und dann paaren die sich und dann gibt es kleine... Du meinst, die Schwingungen sind höher, wenn die Düne groß zum Beispiel, ist? Ja, weil dann geht der Wind geht dagegen und dann muss er da oben rüber und dann macht der Geräusch. Ja, genau. Ja, oh, also als Düne würde ich jetzt sofort ranrutschen. Und als Meer. Wandern. Würde ich sofort anfangen zu wandern. Also meinst du die singenden Dünen? Ich würde ja die sprechenden Eisschollen nehmen. Verdammt, ich nehme die singenden Dünen. Na, dann einigen wir uns auf B. Das liegt in der Mitte. Ja, sollen wir dann B nehmen? Ja, einigen wir uns auf B. Ich bin ja selber ganz... Ich übernehme die Verantwortung einfach. Okay. Gut, wir nehmen B. B. Die singenden Dünen habt ihr eingeloggt. Ob das richtig ist, das schauen wir gleich. Wir sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Wer weiß denn sowas am Freitagabend? Wir sind in der zweiten Runde und wir spielen mit Bernhard Hoeker und Stephanie Hertel. Und im anderen Team spielen Elton und Francine Jordi. Sie haben noch gar nicht viel verpasst, wenn Sie gerade erst zugeschaltet haben. Wir sind gerade am Anfang der zweiten Runde, haben gerade die erste Kategorie ausgewählt und die erste Frage gestellt. Und die lautet, französische Forscher lüfteten jüngst das Geheimnis um, sprechende Eisschollen, singende Dünen oder tanzende Berge.
Und Stefanie und Bernhard haben sich auf Antwort B, singende Dünen, geeinigt. Und wir werden uns jetzt auf die akustische Spur der richtigen Antwort begeben. In der Wüste Marokkos zerreißt ein irritierendes Geräusch die Stille. Diese französischen Forscher haben jetzt das Rätsel der singenden Dünen gelöst. Die Töne werden von sich bewegenden Sandschichten produziert. Wenn zwei Sandkörner aus zwei Sandschichten übereinander rollen, bringen sie die winzige, sie umhüllende Luftsphäre ins Schwingen. So entsteht eine Druckwelle, das heißt ein Ton. Summieren sich die individuellen Töne, fängt die Düne an zu singen. Das war richtig. Die ersten 500 Euro sind ausgezahlt. Schön. So, wir schauen mal, wir rechnen es dir auch in Franken um, wenn es sein muss. Bei Frankli. Ja? Ich würde gerne ja essen und trinken nehmen. Ich esse auch gerne und trinke so. Auch gern. Bitte. Dass du dich jetzt nämlich mit Einkaufen durchgesetzt hast. Warum? Einkaufen? Nein, das machen wir später. Zuerst gehen wir essen und trinken. Alles oder? Klar. Warum ist es laut einer Studie schwierig, mit dem Chipsessen aufzuhören, bevor die Tüte leer ist? So, Elton, das müsstest du uns doch eigentlich auch so beantworten können. Ja, ja, ich auch. A. Durch das Verhältnis von Fett und Kohlenhydraten. B. Aufgrund der Duftentfaltung der Chipstüte. Oder C. Durch das entstehende Geräusch, wenn man auf Chips beißt. Also bei mir wäre es sofort C. Ich kann nicht aufhören, bevor das Ding nicht leer ist. Und ich kann auch nicht teilen. Ich muss das selber essen alles. Geht's dir auch so? Ja, das stimmt. Also jetzt lass uns mal überlegen. Und wir Schweizer überlegen lange. Ja. Deswegen senden wir auch heute bis 21.05 Uhr, falls Sie das noch nicht wussten. Und dann kommt die nächste Frage. Verhältnis von Fett und Kohlenhydraten. Was soll denn das heißen? Kohlenhydrat ja, das ist oder ist nicht? Nee, das ist tatsächlich der Körper, das ist dieses Auf und Ab von... Du frisst das, dann bist du erstmal hoch, dann geht er aber sofort wieder runter, du willst immer noch mehr essen. Ich kann es dir nicht erklären, warum, aber ich bin mir relativ sicher, dass es A sogar ist. A ist. Ja. Durch das Entstehen der Geräusche, wenn man auf Chips beißt, ja, ja kann auch, schon, sein. Aber wenn du satt bist, bist du satt. Und die Chips isst du ja eigentlich, bist du platt. Das ist wie mein Labrador, der isst auch, bis er platzt, das mag ich auch mit den Chips. Ich mag das gerne, wenn es so richtig schön knackt. Aber ich würde wahrscheinlich, ja, ich meine, das A klingt irgendwie logisch. A. Da muss irgendwie was dahinter sein, oder? A. Also, für Francine, A wie Alphorn. Und wir schauen, wie es sich denn jetzt wirklich verhält. A wie Alphorn. Mit diesem ungebremsten Genuss beim Chipsessen. Ist die Chipstüte erstmal offen, gibt es kein Halten mehr. Es steckt nicht, wie lange vermutet, Geschmacksverstärker oder ein hoher Kaloriengehalt dahinter. Schuld ist das Mischverhältnis von Fett und Kohlenhydraten. Das haben Wissenschaftler der Uni Erlangen-Nürnberg herausgefunden. Wenn Lebensmittel zu ca. 55% aus Kohlenhydraten und 30% aus Fett bestehen, werden bestimmte Areale im Gehirn aktiviert, die zu einem Kontrollverlust führen. Typische Beispiele, die dieses Mischungsverhältnis haben, sind Kartoffelchips, Erdnussflips und Schokolade. Was man hier alles lernt. Ja? Chips essen führt zum Kontrollverlust. Ja? Und ich habe es bei den Mädels früher mal mit Sekt versucht. Ja, hätte ich das doch früher gewusst. Ja? Die ersten 500 Euro auf eurem Konto. Wie machen wir weiter? Wir wären beide falsch gelegen. Ja? Ja. Also ich mag Tiere und ich mag Geschichte. Möchtest du lieber tierisch-tierisch oder damals? Tierisch-tierisch. Wir nehmen tierisch-tierisch. Ja? Sehr gerne. Es ist mir eine Freude. Die Frage lautet, wenn Mücken Betrunkene stechen. A. Pumpen sie das Blut sofort wieder zurück. Ich glaube, die fliegen. Ich nehme mir ein bisschen Zeit. B. Bekommen Sie einen Schwips? Oder C. Fallen Sie in einen langen, tiefen Schlaf?
So, jetzt seid ihr dran. Ich glaube nicht, dass sie das Blut zurückpumpen. Nee, das würde ich absolut ausschließen. Ich glaube, dass sie tatsächlich eine Form von Trunkenheit erleiden. An den Tag legen. Ja, an den Tag legen. Und entweder einen Schwips bekommen oder... In einen langen, tiefen Schlaf fallen. Ja, genau. Ich meine aber auch, dass die dann bewusstseinsverändernde Symptome zeigen. Die fliegen dann schief, pinkeln in die Ecken, werden auswärtig, benutzen Schimpfworte. Ist nur die Frage, ob sie dann wirklich schlafen gehen, ob sie den Rausch ausschlafen oder ob sie, was heißt denn, den Schwips bekommen? Nee, sie fallen in langen, tiefen Schlaf, es kann natürlich sein, dass sie dann. So lange leben die doch gar nicht. Genau, wenn die länger als einen Tag schlafen, dann werden die nie wieder wach. Genau. Sie war also so eine nette Mücke, sie ist friedlich eingeschlafen. Ich glaube, sie bekommen. Wir nehmen den Schwips, weil ich will eine besoffene Mücke sehen. Manchmal zeigen die einfach das Video von der Antwort, die wir geben. Weil sie Aber darf man denn überhaupt trinken und fliegen? Das ist die große Frage. Don't drink and fly. Ja. Insektenforscher der Uni Düsseldorf haben sich mit den Auswirkungen beschäftigt, wenn Mücken Betrunkene stechen. Nach den Messungen der Wissenschaftler weisen die Insekten nach einer Blutmahlzeit bei einem Menschen mit einem Promille Alkohol am Ende selbst 0,5 Promille Alkoholgehalt auf. Da sich der Alkohol auf das Nervensystem der Mücke wie beim Menschen auswirkt, sind auch die Auswirkungen die gleichen. Die Mücken haben tatsächlich einen Schwips und fangen an zu torkeln. Jo. Dann kommen wir auch oben drauf. Das war bestimmt lustig, da in der Testgruppe dabei zu sein. Ja. So, also ihr steht bei 1.000 Euro. Für euch könnten es 1.000 Euro werden. Aber das hat damit nichts zu tun, ich weiß. Das hat ja damit nichts zu tun. Nee, das stimmt. Ich glaube, wir hatten das noch nie und ich bin tierisch interessiert, was Einkaufen ist. Ich nehme einfach mal aus Risiko mal Einkaufen. Ich kann mich auch nicht erinnern, das ist, glaube ich, das erste Mal, oder? Wir nehmen Einkaufen. Wir nehmen Einkaufen. Total Klischee, gell? Aber wir haben eine Unterstützung sonst von hier. Ja, eben. Ja, ja. Ich sehe das schon. Also, gut zugehört. Ja. Was bekommt man im gut ausgestatteten Fachgeschäft in den Varianten V, G, C und T zu kaufen? A, Tagescremes, B, Unterwäsche oder C, Kopfhörer? Also meine Unterwäsche, die ich privat... Also es ist schon, weißt du, T wie Tanga, G wie gigamäßig groß, das könnte schon. Ja, aber das sind ja keine Varianten, Tanga, also okay, natürlich. Ja, Slip Tanga. Slip ist eine, das stimmt. V könnte vielleicht... Weißt du, hinten größer ausgeschnitten? Weißt du, es ist schon... Ich habe keine Ahnung. Also, du schließt aber Tagescremes zum Beispiel Nein, aus. Nein, überhaupt nicht. Also, Tagescremes könnte, ja, T könnte vielleicht für die Tagescremes sein. C vielleicht für... Cellulitis. Cellulitis-Creme. G für Gesicht. G für Gesicht und... V für fällt mir gerade gar nichts egal, ein. Völlig egal, oder? Fast alles. Oh Mann, wollen wir da jetzt schon Publikum nehmen? Verdammt, verdammt, verdammt. Die wisst, Publikum wisst das aber. Was ist bei Kopfhörer? Du bist doch, du kennst dich mit Technik aus. Was ist bei Kopfhörer? Nee, Kopfhörer, nee, Kopfhörer. Gibt es irgendwie einen Sound für V? Ach komm, auch wenn es früh ist, wir nehmen Publikum. Ich habe keine Ahnung. Okay, wir reichen die Frage ans Publikum weiter. So. Haben wir vielleicht eine... Fachverkäuferin. Möchte jemand aufstehen? Aus dem Kosmetikfachhandel, aus dem Dessous-Fachhandel oder vielleicht auch aus dem Elektronikfachhandel? Ja. Ja. Aber er ist hier auch noch nicht so sicher. Aber er hat schon mal ein schönes T-Shirt an. Also, ich bin Johannes. Johannes, und ich war Publikumsjoker in der allerersten Ausgabe dieser Sendung. Ich erinnere mich. Im Team Hoeker. Ich erinnere mich. Habe eine falsche Antwort gegeben. Ich erinnere mich. Wollte deshalb nicht aufstehen. Ich kann es verstehen. Weil ich nur eine Tendenz habe. Aber Johannes, du hast natürlich jetzt die einmalige Chance, das Trauma zu besiegen. Das ist ja eine Fachfrage jetzt. Ne? Was bekommt man im gut ausgestatteten Fachgeschäft in den Varianten V, G, C und T zu kaufen? Also ich wäre sehr verwundert, wenn es Kopfhörer wären, weil ich kenne mich mit Kopfhörern eigentlich ganz gut aus. Es gibt offene, halboffene, geschlossene und meinetwegen unterschiedliche Bügel, aber ja, da würde eigentlich nur das G irgendwie einen Sinn ergeben. G
Cremes habe ich keine Ahnung von. Ich würde die Unterwäsche nehmen, weil ich meine schon mal was von G-Strings und T-Strings und C-Strings eventuell gehört zu haben. Ha! Aber, ja. Ja, aber, jetzt aber, hilft das auch nicht mehr im Prinzip. Das könnte aber, sein. Ja, 50% höchstens. Keine ich glaube, die in der Schweiz also kennen Johannes nur die sagt Form. Antwort B, die Unterwäsche. Francine sagt, ha, ja, ja, ja. Ja? Also Elton hält, wenn er das jetzt wirklich... Ja, ja. Von Elton wissen wir jetzt zumindest, wenn das stimmt, dass er nicht oft oder noch nie welche verschenkt hat. Ja? Schauen wir mal auf die Lösung. Und Johannes, für dich heißt es jetzt Pop oder Top. Ja? Das Wort String stammt aus dem Englischen und bedeutet Schnur. Es gibt ihn in den Varianten V, G, C und T. Der G-String hat vorn und hinten ein Stoffdreieck und wird an den Seiten nur durch ein dünnes Band, ähnlich der G-Seite einer Gitarre, zusammengehalten. Beim V-String bilden Vorder- und Hinterteil ein V. Beim T-String bilden die Schnüre am Hinterteil ein T. Der C-String besitzt lediglich ein Stoffdreieck vorn, das durch Drähte gehalten wird. Sachen gibt's, Johannes. Glückwunsch. Richtig. 500 Euro oben drauf. Gut, dass wir den genommen haben. Ich hätte sonst auf Kopfhörer entschieden. Der hatte genau die richtigen Fragen. Also 500 Euro oben drauf. Ihr steht bei 1000. Hättet ihr es gewusst? Nein. Nein? Nein. Nein, nein. Wir machen weiter. Nächste ja, jetzt Frage natürlich für euch. Echt. Gibt es irgendwas, was dich davon anlacht? Naja, Berufe wäre vielleicht ganz interessant. Ja. Also ich wäre immer noch zwischen Beruf und damals, dann lass uns Berufe nehmen. Okay. Gut. Okay. Nächste Frage. Wer benötigt bei seiner Arbeit eine Schwabbelscheibe? Ja, A. Handwerker zum Polieren seines Werkzeugs. Nee. B. Discjockey zum Erzeugen besonderer Soundeffekte. Oder nee. C. Metzger zum Frischhalten von Hackfleisch. Auch nicht. Alle drei falsch? Alle drei falsch. Eine Schwabbelscheibe. Also, ein Handwerker poliert sein Werkzeug und braucht dazu... Eine Schwabbelscheibe. Das ist eine Scheibe, also... Nee, also, aber Discjockey vielleicht zum Erzeugen von Soundeffekten? Also, weil er dann da drauf... Also, ich meine, dass das... Also mein allererster Gedanke war ein Handwerker, der damit etwas tut. Ich hatte allerdings irgend so einen Maler und Lackierer, der eine Wand verputzt. Das war so genau. Mein erstes, der so... Das habe ich ja auch gedacht im ersten Moment. Deine Tendenz geht in Richtung? Ich denke auch, dass es was, also mein erster Gedanke, als ich das von der Schwabbelscheibe gehört habe, war irgendwas mit Handwerkern. Handwerk, ne? Dann Handwerk. Lass uns einfach lass Handwerk uns nehmen. Annehmen. Wir, lass uns auf annehmen. Unsere Bäuche hören. Ja. Ja? Ja. Antwort A? Wegen Schwabbel oder was? Schwabbel. Antwort A. Bauch wegen Schwabbel. Ach, Elton. Bitte. Ich bitte dich. Ich wir habe... Wir nehmen doch den Metzger, wo ich den Bauch sehe. Ich habe eine Schwabbelscheibe zu Hause. Ehrlich? Oh, dann ja. Ist es der eine Schwabbelscheibe ist eine Polierscheibe für die Hochglanzpolitur von Stahl, Edelstahl oder anderen Metallen. Sie besteht aus Baumwolle oder Filz und wird in eine Bohrmaschine oder in einen Polierbock eingespannt. Handwerker bezeichnen sie auch oft einfach nur als Schwabbel. Richtig. Als er sagte zu Hause, wurde ich kurz nervös. Ja, also richtig beantwortet, 1500 Euro für euch. Bei euch können es 1500 werden. Ja, was nehmen wir denn jetzt? Ja, da der Hohecker damals gerne haben will, klauen wir ihn das. Was? Und sie nehmen es einfach jetzt. Echt? Aha, oh, jetzt wird es. Aus strategischen Gründen. Jetzt. Aber du hast eine Ahnung von damals. Was? Du hast eine Ahnung von damals. Nein. Aber ich will nicht, dass der Punkte kriegt. Okay. Nee, dann macht es der Elton lieber selber falsch. Im 18. Jahrhundert war das Budget ein A. Ledersack, B. kleines Häuschen oder C. Fass Bier. Ich sehe bei dir eine Leere. Ich kann nur so viel sagen, Elton, den Punkt hätten wir nicht sicher gemacht. Also, gute Wahl da drüben. Mal ganz im Ernst, wie wird Budget geschrieben? Ah, Geld, Budget. So. Deswegen wäre ich ein bisschen für A. Das könnte ja dieser Ledersack gewesen sein, wo das Geld drin ist. Hier, das ist das kleine. Als Bezahlung oder was weiß ich. Und hier, ich habe was im Budget. Im Budget sagt man doch sogar auch. Deswegen, ja, Budget. Wir sagen ja Budget in Bern. Komm, wir nehmen einfach A. Wir wissen, wir sind uns relativ sicher. Wenn es falsch ist, dann haben wir halt beide blöd.
Wir nehmen A. Da. Ihr nehmt A. Ledersack. Der Badgeld. Französisch. Geld. Weiß, 18. Jahrhundert. Und so weiter. Budget bezeichnet den Voranschlag von öffentlichen Einnahmen und Ausgaben wie den Haushaltsetat einer Regierung. Der Begriff entstand im 18. Jahrhundert in Frankreich. Der Ursprung liegt im altfranzösischen Wort budget, was so viel wie Säckchen hieß. Denn der Franzose trug früher seinen finanziellen Besitz meist in einem Ledersäckchen mit sich herum. Ja. Ja, richtig. 1500 Euro. Total genial. Vögel, Medizin, Fragezeichen, clever oder im Labor. Was darf's denn sein? Total genial oder clever, weil wir haben immer noch das Publikum. Ja. Nehmen wir irgend sowas. Dann nehmen wir irgend sowas. Wir nehmen irgend sowas. Irgend sowas. Ich soll es für euch aussuchen. Ja, entscheid du. Totaliger oder clever. Nein, das kann ich nicht machen. Dann nehmen wir clever. Clever. Das ist kürzer geschrieben. Die Regel. Weil wir so clever sind, ne? Womit lässt sich verhindern, dass statisch aufgeladene Damenröcke an der Feinstrumpfhose kleben bleiben? Ah, das weiß ich, glaube ich. Pass auf, mal gucken. A. Strumpfhose auf links tragen. Nee. B. Rock mit Haarspray einsprühen. Oder C. mit dem Hintern wackeln. B. Eindeutig. B. Nein, kennst du dieses Problem, Ich kenne Stefanie? Das Problem und ich habe auch meine Strumpfhose schon mit Haarspray eingesprüht. Ach. Somit. Ganz ehrlich, ich habe das noch nie gemacht. Du hast deine Strumpfhose noch nie mit Haarspray eingesprüht? Nein, ich habe noch nie meine Strumpfhose mit Haarspray eingesprüht. Weil ich immer mit dem Hintern wackel. Weil ich mag es, wenn mein Damenrock an der Hose klebt. Weil man damit würde man den eher statisch aufladen mit C. Also B. Ja. Ihr sagt B. Hm. Ja. Dann kommt der Elke mal aus seiner, dann kommt der Bernhard immer aus seiner Garderobe und sagt, Moment, ich muss mich mal entladen. Hm? Ihr sagt Antwort B. Und wenn das stimmt, dann wird das für viele ein wichtiger, interessanter Hinweis sein, der wieder ein Alltagsproblem zur Lösung bringt. Durch Trockenheit, Reibung und bestimmte Materialien lädt sich Kleidung statisch auf. Gerade beim Tragen von Röcken kann es passieren, dass der Rock an der Nylonstrumpfhose haften bleibt. Kurzfristige Abhilfe verschafft Haarspray. Es legt sich als dünne, nicht klebende Schicht auf den Rock und verhindert so das Überspringen der elektrisch geladenen Teilchen auf die Strumpfhose. Haarspray bringt also nicht nur die Frisur, sondern auch den Rock in Form. Yep. Richtig. Läuft gut für euch, aber für euch nicht weniger. So. Es kommt ja so eine interessante Frage auch bei Total Genial. Ja, warum nicht? Das sind viele interessante Fragen. Ja, wir müssen jetzt auch ein bisschen gucken, weil die haben immer noch das Publikum. Wodurch wird an der Zapfsäule der Tankvorgang bei vollem Tank automatisch beendet? A. Temperatursensoren im Benzinschlauch. B. Kleines Loch in der Zapfpistole. Oder C. Elektronische Signale aus dem Vortank des Autos. Bitte? Also ich bin ja so jemand, ich hänge ja... In dieser Zapfpistole ist ja vorne ein kleines Loch. Ja, da kommt das Benzin raus. Nein, es sind zwei Löcher. Ach so. Du hast ja ein großes Loch, da kommt das Benzin raus und du hast noch ein kleines Loch. Mhm. Das muss ja einen Sinn haben. Könnte es sein, dass vielleicht, was haben wir? Elektronische Signale aus dem Vortank des Autos. Was ist denn ein Vortank? Nee, pass mal auf. Also normalerweise, du hast dein Auto aus, wenn du tankst. Da kann es also schon mal keine elektronischen Signale vom Nein, Auto her das geben. Ist ausgeschlossen. Das schließen wir schon mal aus. Könnte es ja sein, dass wenn der Tank voll ist, dass das Gas irgendwie... Gas? Dass die... Jetzt seid mal ruhig! Weißt du, da ist doch so ein kleines Loch vorne noch. Und da ist ein großes und ein kleines. Da oben drüber, ne? So, ja? Ja. Meine ich auch. Wahrscheinlich... Lass es doch einfach B nehmen, komm. Okay. Wir nehmen B. Wir nehmen B. Francine hat das ja auch sehr schön erklärt mit den zwei Löchern und dem großen und dem kleinen. Und die Frage ist nur, hat es was mit der Frage zu tun, die wir da gerade gestellt haben? Das kleine Loch und das dazugehörende Röhrchen am Auslauf einer Zapfpistole ist eine Fühlerleitung mit Fühlerdüse. Wenn noch Benzin in den Tank passt, strömt Luft durch dieses Loch. Ist der Tank voll, fließt stattdessen der Kraftstoff hinein. Dadurch wird der Luftstrom verhindert und der Abschaltmechanismus ausgelöst. Doch mit meinem Gas. Hä? Ja. Doch mit meinem Gas. Jawohl. Stimmt. 2000 Euro auch für euch.
Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja. Noch vier Kategorien. Noch vier Fragen. Ja. Vögelmedizin, also wir haben immer noch das Publikum. Das heißt, wir können immer noch auf die Menschen hinter uns zurückgreifen. Das heißt, wir können uns was etwas steht denn aussuchen. Hinter dem Fragezeichen? Das ist die große Frage, oder? Sollen wir es einfach rauskriegen? Wir wollen rauskriegen, was hinter dem Fragezeichen ist. Sehr gerne. Es ist mir eine Freude. Was wurde 2015 offiziell in Denali umbenannt? Der Mount McKinley. Ich habe einen Kumpel, der war schon oben und den grüße ich hier ganz herzlich. Denn okay. Ist also du möchtest jetzt schon beantworten? Ja. Was soll man denn einloggen, A, B oder C? Das ist jetzt eine schwierige Frage. So, ich kann... Gut, ja. Ja, pass auf. Ich sag mal... 70% bin ich bei B. Ich habe so 15% A und 10% C. 5% bin ich unentschlossen. Wir nehmen C. Wir nehmen mal C. Ihr nehmt C? Nein, um Gottes Willen. Also, Bernhard, pass auf. Wenn du mir jetzt schon sagst, ob du A, B oder C nimmst, dann sage ich dir auch gleich, ob es richtig ist. Das Problem ist, ich selber hätte totalen Bock auf das Spiel. Mhm. Aber da ist mindestens einer drin, der schneller laufen kann als ich. Was würdest du denn tippen? Ich tippe auf C. Wir tippen auf C, ne? Du tippst auf C. Ich habe ja gerade schon gesagt C. Okay, ja? Ich gebe euch ganz schnell die Antwortmöglichkeiten. A. Ist es die Währung Nigerias? B. Der höchste Berg der USA? Oder C. Die Hauptstadt Myanmars? B. B. Der höchste Berg der USA. Gut, dass wir das nochmal überprüft haben. Das Wort Denali stammt von den Athabasken-Indianern, den Ureinwohnern Alaskas. Es bedeutet der Hohe. Gemeint ist der mit 6.194 Meter höchste Berg der Vereinigten Staaten. Von 1917 bis 2015 hieß er Mount McKinley im Gedenken an den 1901 bei einem Attentat ums Leben gekommenen US-Präsidenten William McKinley. Nun wurde der steinerne Riese aus Respekt vor den Ureinwohnern Alaskas umbenannt in Denali. Richtig! 2.500 Euro für euch. Vielleicht geht das jetzt genauso schnell. Im Labor. Nein, echt? Ja, nur weil er das weiß, gell? Er weiß und die haben auch Publikumsjoker. Und verstehe. Wie viele Laboranten haben was wir hier passiert, alles medizinisch-technische Assistenten hinter uns. Was passiert, wenn eine 10 Pfund und eine 14 Pfund schwere Bowlingkugel in ein wassergefülltes Aquarium gelegt werden? A. Beide Kugeln schwimmen. B. Beide Kugeln gehen unter. Oder C. Die leichtere schwimmt, die schwerere sinkt. So eine bescheuerte Frage, oder? Wer macht denn sowas überhaupt? Wer macht das? Das macht doch gar keinen Sinn. Hat jemand Aquarium von Ihnen, meine Damen und Herren? Ein bisschen aus der Mode gekommen, ne? Aquarien sind nicht mehr... Also, was ist ein Aquarium? Ich hatte als Kind ein Aquarium, das fand ich immer toll. So Plastikart, ne? Was haben die für einen Kern? Das ist das auch in das Entscheidende. Luftkern. Oder haben die... Ich würde sagen, beide Kugeln schwimmen. Also C wäre ja das, was jeder denken würde. Die eine ist leicht, die andere schwer, also muss die eine ja sinken und die andere schwimmen. So, deswegen, nicht wegen Logik oder wegen Physik oder sowas. Aber warum kann es nicht sein, dass beide Kugeln untergehen? Ich bin für A. Du bist für A, beide schwimmen, weil es das Unmöglichere ist für unser Gehirn. Ja, das hat, die haben, glaube ich, das ist, ich weiß nicht, ob die hohl sind oder einen anderen Kern haben und dadurch, ich weiß es nicht, ich bin irgendwie für A. Lass uns A nehmen. Beide Kugeln schwimmen? Ja. Ich glaube, ich möchte mit dem Keimer Bowling spielen gehen. Und ihn einfach nur betrachten dabei. Was bist du? Was bist du? Schön ist dein Fuß, der so nach hinten geht. Ja, Beine gehen Fuß, unter. Der, immer so hinten weg. Ja, deswegen, der hintere Fuß schleift immer. Ja, nee, der geht ja immer so wegen der. Wegen dem Bleich. Das Geile ist ja, dass die schwimmen. Ja, alles Coole ist, dass sie schwimmen. Und vielleicht braucht es auch irgendein Wohnraum drin, dass die schön gleichmäßig. Ich muss aber an die Drehung denken. Ne? Kleine, ja, er muss ja nicht unbedingt. Kommt ja darauf an, wo die Kugel hin soll. Ja, am Anfang muss man die drehen, damit man. Ich glaube, der Elton ist eher so eine, der. Der Elton wirft ich mal so. Wir wissen es nicht, aber wir nehmen A. Ja.
Ihr nehmt an, sagt, beide Kugeln schwimmen. Aber ich will das sehen. Ja, wir wollen es alle jetzt sehen. Wir wollen es sehen und wir werden es sehen. Wir werden es jetzt belegen, was richtig ist. Das Gewicht von Bowlingkugeln wird in amerikanischen Pfund angegeben. Die 10-Pfund-Kugel wiegt 4,6 Kilogramm. Und die 14-Pfund-Kugel kommt auf 6,3. Beide Kugeln haben denselben Umfang. Das Geheimnis liegt in der Dichte. Während der 14-Pfünder eine höhere Dichte hat als Wasser, sinkt er erwartungsgemäß ab. Der 10-Pfünder hat eine geringere Dichte und schwimmt oben. Na gut. Okay. Also. Dumm gelaufen. Die Antwort wäre zu einfach gewesen. Okay. Ich muss mich jetzt echt entschuldigen. Ich habe euch echt ein bisschen gedrängt. Ihr hattet wirklich nicht viel Zeit zum Überlegen, aber. Ach, verdammt. Ja, da ist die Schadenfreude groß. Aber es bleibt bei 2000 Euro. Es ist ja noch, wir haben noch lange kein Finale gespielt. Was machen eine wir denn Frage jetzt haben wir noch. Vögel oder Medizin? Und wir haben immer noch das Publikum. Bei Medizin bin ich mir sicher, da wir hier nur medizinisch-technische Assistenten sitzen haben. Und Oberärzte. Und Oberärzte und Rentner, die regelmäßig beim Arzt. Nehmen wir Medizin, oder? Wirklich? Meinst ja, wirklich. Ich vertraue auf unser Publikum. Okay, und ich vertraue auf dich. Gut. Wer an leichtem Kopfschmerz leidet und keine Tablette zur Hand hat, nimmt A. ein Glas warme Cola mit Traubenzucker, B. eine Tasse schwarzen Tee mit Zitrone oder C. ein Humpenweizenbier mit Bananensaft. Ich tippe spontan sofort auf B. Ja. Wirklich. Und ich habe tatsächlich heute noch in einer Zeitung darüber einen Bericht gelesen. Ach. Wirklich. Das ist dein Vorteil, aber du liest Zeitung. Es kann natürlich eine Fachzeitung? Auch sein, naja, was heißt eine Fachzeitung? Das war ein Bauer, der Zitronen anbaut in Italien. Und der hat gesagt, er trinkt, wenn er Kopfschmerzen hat, immer eine Tasse Tee mit Zitronen. Nee, stimmt gar nicht. Er hat gesagt, Kaffee mit Zitronen. Eine Frage, oder? Oh je. Aber schwarzer Tee und Kaffee haben ja dasselbe. Haben natürlich den Tein, Koffein. Also. Ich persönlich bin voll auf deiner Seite und ich bin gespannt, ob es jemanden gibt, der sich dagegen stellen will aus dem Publikum. Denn wir nehmen auf jeden Fall das Publikum zur Absicherung. Ja. Ja. Das darf auch bestätigt werden oder wenn es einer weiß, kann natürlich auch dagegenhalten. Wir sind voll auf eurer Seite. Hier. Aufstehen. Alle, die es wissen, dürfen aufstehen. Guck mal hier. Das ging sehr schnell. Hallo. Ich bin Karin. Hallo Karin, woher? Aus Hamburg-Rahlstedt. Schön, dass du da bist, Karin. Dankeschön. Bist du berufstätig? Nicht mehr jetzt. Was hast du früher gemacht? Lehrerin. Ach, für welche Fächer? Alle. Das heißt, ich weiß nichts. Ja, und als Lehrerin hatte ich oft Kopfschmerzen und mir haben viele gesagt, ich soll dann eine Tasse schwarzen Tee mit Zitrone Nee, Kaffee haben die gesagt. Aber das hat ja der Bernhard gerade schon gesagt, weil der sagt, das ist okay, so ähnlich. Okay, und ich wollte sagen, das hat bei mir immer nicht geholfen, aber es ist trotzdem der Tipp, den immer alle geben. Aber es lag wahrscheinlich meistens an den Schülern, weil der Kaffee oder der Tee, der konnte gar nicht wirken bis... Nein, an den Schülern lag es nie. Ach, nie? Nee, immer an den Lehrern selber. Das ist ja eine späte Erkenntnis. Ja, 34 Jahre. Ja. Also, du hast B eingeloggt und wir schauen, ob das stimmt. Flüssigkeitsmangel kann zu Kopfschmerzen führen. Gegen einen leichten Schmerz kann die Zufuhr des richtigen Getränks Abhilfe schaffen. Alkohol und auch Cola sind allerdings eher kopfschmerzfördernd, da sie dem Körper Flüssigkeit entziehen. Besser ist hier schwarzer Tee mit Zitrone. Das darin enthaltene Tein erweitert die Blutgefäße im Gehirn und wirkt so schmerzlindernd. Die Zitrone unterstützt die körpereigene Schmerzhemmung. Zudem enthalten beide Salicylsäure, die auch Wirkstoff in Schmerzmitteln ist. Sehr gut, super. Das gibt eine Eins mit Sternchen. Jawohl. Und damit steht das Maximum von 3000 Euro auf eurem Konto. 3000 Euro. Hervorragend. Und eine haben wir noch. Hey. Ich klatsch da nicht. Die Kategorienauswahl, ihr hättet sie auch nehmen können. Ja. Dafür kriegt ihr jetzt die Vögel. Wie befreien Eichelhäher ihr Gefieder von Parasiten?
A. Sie baden in Sägemehl. B. Sie legen sich auf einen Ameisenhaufen. Oder C. Sie reiben sich an Dornenbüschen. Na komm, da könnt ihr euch jetzt wirklich nicht beschweren. Wollte ich gerade sagen, oder? Na? Also. Ja. Dann schieß mal los. Sägemehl, nein. Nein. Denn da muss, denn wo soll der Sägemehl finden? Der ist voller Parasiten, muss erstmal Sägemehl suchen. Halte ich für ausgeschlossen. Bleiben nur noch B und C. Aber hast du schon mal ein Eichelhäher auf einem Ameisenhaufen gesehen? Nee, ich habe den aber auch noch nie sich an einen Dornbusch reiben sehen. Also, da haben wir vielleicht ein bisschen Glück, was die Antworten angeht. Weil Dornbusch, warum ausgerechnet Dornbusch? Weil die halt so kleine Stacheln haben. Theoretisch kann er sich auch an Baum reiben oder was weiß ich. Das muss nicht unbedingt Dorn haben. Und ich meine aber auch tatsächlich, ohne Scheiß, das mal gesehen zu haben, dass sich so ein Vogel an den Ameisenhaufen begibt und die... Die ihn dann quasi... Die Dinge abnehmen. Ja, ja, B. Ich wäre auch für B. 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 Ja. Erinnert ihr euch an den Film Die Dornenvögel? Habe ich, glaube ich, nie gesehen. Das ist so ein Mädchenfilm, ne? So ein, ist das mit diesem Pastor, mit dem Priester, der sich verknallt? Dornenvögel, ja. Kennst du? Sicher. Mhm. Ich kenne auch Sissi, wortwörtlich auswendig. In Australien oder so ist die Dornenvögel. Ist er die ganze Zeit in Australien? Haben die was mit der Beantwortung dieser Frage zu tun? Das war vor meiner Zeit. Der Eichelhäher gehört zur Familie der Rabenvögel und bewohnt überwiegend Laub- und Mischwälder. Seinen Namen verdankt er seiner Lieblingsspeise, den Eicheln. Für seine Gefiederpflege hat der Eichelhäher eine ganz spezielle Methode entdeckt. Um lästige Parasiten aus den Federn zu vertreiben, legt er sich auf einen Ameisenhaufen und lässt sich von den Insekten mit Ameisensäure besprühen. Die Parasiten werden dadurch stark angegriffen und ziehen sich zurück. Richtig! David! Die sechste und letzte Frage richtig beantwortet. Eine war falsch bei euch. Das heißt, bei euch stehen 2.500 Euro auf dem Konto. Bei euch sind es 3.000. Jetzt geht's um die Wurst, ne? Ja. Was setzen wir denn jetzt? Wir kommen jetzt zum Finale, zur Entscheidung der heutigen zweiten Folge, der Doppelfolge heute am Freitagabend. Welches Team macht das Rennen? Bernhard und Stefanie Hertel oder Elton und Francine Jordi? Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt läuft. Hier kommt unser Finale. Die Kategorie ist Geschichte. 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 Ich bitte euch jetzt, euren Einsatz zu machen. Ja, dann machen wir das 2001. Von 1 Euro bis 3.000 wäre beim Team Bernhard alles möglich. Beim Team Elton wären es zwischen 1 Euro und 2.500, die gesetzt werden können. Oder als letztens unabhängig oder was? Ja, welches Gehirn, ja, die haben gesetzt, ist erledigt. Die haben schon wieder gesetzt? Ja, natürlich. Das Problem ist, der Elton klappt, ist ein Taschenrechner. Ja. Versucht das Plus. Elton? Vielleicht lass Francine tippen, lass den Gast tippen. Nein, nein, ich finde das ganz okay. Ich gucke da sehr gespannt zu. Mein Gott, muss das ein spannendes Programm sein, was ihr da fahrt. So. Warum kommt bei uns kein Film hier auf den Tisch? Wir sind gleich soweit. Betonung liegt auf gleich. Oh. Echt? Ah, so viel? Das hätte ich nie gemacht. Nie. Beide Teams haben einen Betrag gesetzt. Wir wissen noch nicht, was sie gesetzt haben. Und die Teams wissen noch nicht, was für eine Masterfrage jetzt kommt. Aber eins steht fest, hier ist sie. Was wurde als erstes entdeckt? A. Der Malaria-Erreger. B. Pluto. Oder C. Das Titanic-Wrack. 20 Sekunden ab jetzt. Entdeckt in Ägypten. Wussten Sie da schon, dass die Welt rund ist? Ich habe keine Ahnung. Ich habe hab nur zwischen zwei Möglichkeiten. Aber warum Titanic? Ach Gott.
stimmt, die haben ja ganz spät entdeckt. So, ihr habt jetzt eine Antwort eingetippt. Hm. Wo ist es los? Nee. Und wir schauen. Ich wusste es echt nicht. Also ich weiß es auch nicht. Ahnung, immer noch nicht. Keine Ahnung. Wir schauen auf die Setzbeträge. Oh Mann, ey, das ist alles eine Scheiße. Das Team Bernhard nein, und Stephanie Hertel haben von ihren 3.000 Euro gesetzt. 2.001 Euro. Das Team Elton und Francine haben gesetzt. 1.500 Euro. Das Team Bernhard hat sich entschieden für Antwort A. Das Team Elton hat sich entschieden für Antwort B. Oh. Also eins steht fest, es können weder beide richtig noch beide falsch sein. Das ist schon mal gut. Das ist eine Entscheidung, meine Damen und Herren, und wie die ausfällt, das verraten wir Ihnen gleich. Bleiben Sie auf jeden Fall dran, wir sind sofort wieder zurück. Bleiben Sie da. Zurück. Die zweite Entscheidung. Wer weiß denn sowas am heutigen Abend? Willkommen zurück. Die Entscheidung steht bevor. Wir spielen mit zwei wunderbaren Teams. Es ist super gelaufen bis hierher. Bernhard Hoeker spielt mit Stephanie Hertel. Ein 3.000 Euro erspielt, 2.001 Euro gesetzt. Elton spielt mit unserem Gast aus der Schweiz, Schlagersängerin Francine Jordi. Wir haben 2.500 Euro erspielt und 1.500 Euro gesetzt. Wir stehen gerade kurz vor der Beantwortung der Masterfrage, vor der Auflösung, denn beantwortet haben beide Teams schon. Die Masterfrage lautet, was wurde als erstes entdeckt? A, der Malaria-Erreger, B, Pluto oder C, das Titanic-Wrack? Das Team Bernhard hat sich entschieden für Antwort A, den Malaria-Erreger, und das Team Elton hat sich entschieden für Antwort B, Pluto. Wir machen es kurz, Antwort C ist falsch. Titanic-Wrack war 1985, das schlägt völlig aus der Zeit. Der Malaria-Erreger war im November, Pluto war im Februar. Malaria war am 6. November, Pluto war am 18. Februar. Der Malaria-Erreger war 1880 und Pluto war 1930. Das heißt, Antwort A ist richtig. Der Malaria-Erreger, das ist die richtige Antwort. Mit Stephanie Hertel kam das Glück an Bernhards Seite. Glückwunsch. Ja. Wir schauen, ihr habt genau 5.001 Euro gewonnen für euer Publikum. Und das heißt, für die 65 Menschen hinter euch, für jeden von euch, 76,94 Euro. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Das wäre Wer weiß denn sowas. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und wir freuen uns, wenn wir uns dann am Montag wiedersehen. Pünktlich um 18 Uhr wieder hier im Ersten mit neuen Folgen nächste Woche. Tschüss, schönes Wochenende, bis dann.